Hallo und herzlich willkommen zurück zu Demon's Dream New World. Ja, in der letzten Folge haben wir den Wächter des Mutes platt gemacht und einen Kristall erhalten, der uns aber auch direkt wieder gestohlen wurde von dieser kleinen Diebin. Ryoko heißt sie und wir werden sie jetzt verfolgen. Beziehungsweise gehen wir erstmal zurück zum Pater, um zu sagen, dass wir unsere Quest erledigt haben. Jedenfalls so halbwegs, weil wir sind ja beklaut worden. Wo ist hier die Kirche nochmal? Da ist ja die Kirche. Und rennen in die gute Stube. Und dann sprechen wir mit dem Pater. Da seid ihr ja wieder. Wart ihr erfolgreich? Habt ihr das Heilmittel gefunden? Ich fürchte nicht. Das Einzige, was wir gefunden haben, waren Gold und ein Kristall, der uns leider gestohlen wurde. Oh nein! Meine Lieben, der Kristall war das Heilmittel. Na super, das habe ich mir doch irgendwie gedacht. Der Kristall? Wie meint ihr das? Entschuldigt, dass ich mich so schlecht ausgedrückt habe. Lasst mich euch die Geschichte der Kristalle erzählen. Na, da bin ich aber mal gespannt. Und es war einmal vor langer Zeit. Laut dieser Legende sind vor tausenden von Jahren 6 Meteoriten auf unserer Welt eingeschlagen. Die Materie in ihrem Inneren verband sich mit unserer Atmosphäre, sodass aus ihnen magische Kristalle geboren wurden. Die Menschen entdeckten die Kristalle und schon bald sprach man ihnen eine Fähigkeit zu. Die Wirkung auf den Menschen war Schmerz, Kraft, Weisheit, Hoffnung, Mut, Liebe. Sollte es jemand schaffen, alle Kristalle in seine Hände zu bekommen, würde die daraus entstandene Macht einem jeden Wunsch erfüllen können. Jeder Mensch hat einen Wunsch, den er verfolgt, und somit gingen tausende Schatzjäger auf die Suche. Doch bisher war niemand stark genug, um dieses Wunder zu bestätigen, sodass dieses Wunder zu einer Sage wurde und letztendlich zu einem Märchen, an das keiner mehr glaubt. Echt interessante Geschichte. Ja? Diese Geschichte kommt mir irgendwie bekannt vor. Irgendwo habe ich sie schon einmal gehört. Ja, ich weiß, was du meinst. Mir kommt sie auch sehr bekannt vor. Vielleicht haben diese Kristalle etwas mit unserer Mission zu tun. Diese Geschichte wird von meiner Familie von Generation zu Generation weitererzählt. Heutzutage kennen sie nur noch sehr wenige Menschen. Aber ich sage euch, sie ist wahr. Auf dieser Welt gibt es und wird es immer unerklärliche Phänomene geben. Also müssen wir alle Kristalle finden und diese sollen uns dann heilen? Klingt für mich wie ein unerreichbares Ziel. Was redest du da? Wir müssen es versuchen. Palmeo. Du kannst dich vielleicht nicht daran erinnern, aber der Noxus, den ich kenne, hätte niemals auch nur ans Aufgeben gedacht. Du hast recht. Wir müssen es versuchen. Es ist der einzige Anhaltspunkt, den wir im Moment haben. Zusammen werden wir es schon schaffen, ganz bestimmt, mein Liebster. Na schön. Pater, wissen Sie, wo ich die anderen Kristalle finden kann? Nun, das ist nicht leicht zu beantworten. Die Kristalle sind über der ganzen Welt verteilt. Niemand kann ihren genauen Standort bestimmen. Außer vielleicht? Ein ehemaliger Freund von mir studiert die Legende der heiligen Kristalle bereits seit vielen Jahren. Er kann euch sicher weiterhelfen. Er lebt zurückgezogen in der Stadt Winterheim auf dem Eiskontinent im Norden. Ach, da müssen wir ja sowieso hin. Also geht dort unsere Reise weiter. Danke für eure Hilfe. Wir müssen aufbrechen. Einen Moment. Eins muss ich euch noch sagen. Ihr habt wohl schon Bekanntschaft mit einem der Wächter gemacht, oder? Seid gewarnt, die Wächter sind Abgesandte der Götter und sehr mächtig. Schon viele Schatzsucher und Krieger haben versucht, es mit ihnen aufzunehmen und sind gescheitert.
Ah, okay, jetzt labert er nicht mehr weiter. Ja, Abgesandter der Götter, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ich weiß noch nicht, woher. Naja, und wie kommen wir jetzt nach Winterheim? Na, mit einem Schiff natürlich. Wie sonst? Dann müssen wir uns wohl eines besorgen. Ich glaube, nördlich von hier gibt es einen Hafen. Dort finden wir sicher ein geeignetes Schiff für uns. Gut. Ich hab's jetzt gesagt, nördlich, ne? Nördlich. Oh, was ich Palmeo da gedacht hat. Ja, ne, sowas habe ich mir noch irgendwie gedacht. Ich habe schon mal erwähnt, dass... Die will ich immer noch nicht öffnen. Dass, Rüstung, ja. Dass Palmeo ein bisschen mehr fühlt als nur eine Bekanntschaft gegenüber Noxus. Aber das wird sich, denke ich mal, irgendwann noch verdichten. Und mal gucken, was wir jetzt hier mit unserem schönen Gold alles anstellen können. Zivilkleidung, Waldjacke, Palmeo. Palmeo ist ja eine Magierin. Da macht das mit Sicherheit Sinn, mal die Jacke für sie zu kaufen. Und sowieso mal den Zauberhut. Ah, ne? Da, was ich letzte Folge erwähnt habe. Bevor ich es wieder vergesse. Monsterkralle, Monsterkralle, Gelatine und Skelettknochen. Na, jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Geld, ne? Ich hoffe, ich habe es gefällig. Ja, ist ja gut, ich kaufe ja schon. Sei mal nicht so ungeduldig, Herzwerk. Habe ich den Zauberhut gekauft? Ich habe so ein derbes Kurzzeitgedächtnis. Ey, Entschuldigung, ganz ehrlich. Lass ich ein bisschen mehr kaufen. Ich habe tatsächlich den Zauberhut gekauft. Ja. Macht nichts. Giftring, Feuerring. Anti-Giftring, Feuerring. Feuerring. Noxus. Helm, Silberhelm. Korpusrüstung. Ich glaube, der Anti-Giftring ist ein bisschen wichtiger. Neue Rüstung gefährlich. Ja. Hexenhut kaufen. Verkaufen. Zauberhut. Bisschen Gold verplempert, aber egal. Ah. Entschuldigung, Leute. Nein, nicht den Hexenhut. Die Magieweste. Die Rüstung. Die Schuhe. So, Stahlbringer können wir nicht verkaufen. Und den Rest behalten wir noch. So, Ausrüstung, Palmeo, Helm, Hexenhut. So, jetzt sind wir wieder voll ausgerüstet. Ah, Waffen! Es gibt ja auch noch Waffen. Mensch, bin ich blöd. So, das... Nein, ich glaube, die Waffen, die bringen nichts. Jedenfalls nicht so viel. Oder... Jetzt ist die Frage, wenn wir das Schwert jetzt kaufen würden und das Noxus einlegen, kann er dann den Gift auch immer noch? Hm. Tempo minus 3, aber plus 10 Schaden. Weißt du was? Ich wag das jetzt einfach mal. Passt auf euch auf. Krimor. Ach, weniger Def bringt der. Ja. Hallo? Das ist ein Zweihänder? Egal. Ja, scheinbar kann er den Gift auch dann immer noch. Ich behalte das mal für den Kampf. Mal Shisha schauen. Ach ja, nördlich müssen wir ja. Vorher übernachten wir noch kurz. Mal so, wie wir gerade sind, sind wir eventuell eine leichte Beute. Naja, nicht ganz, aber Vollgehalt ist immer noch besser. Ich gehe mal davon aus, dass die in den Gasthäusern auch immer das Gleiche sagen, deswegen überspringe ich das immer. Weil Informationen haben die ja sowieso nicht für die, die sagen nur, gute Tag, her mit dem Geld, gute Nacht, erholt euch gut und so weiter und so fort. Ja, jetzt gehen wir hier rein. Kann ich euch was anbieten? Ja. Ein bisschen Schnaps, bisschen Wein.
und ein Stück Brot dazu und ich bin glücklich. Nein, Quatsch, jetzt können wir uns auch wenigstens mal hier mit MP-Zeugs eindecken. Wovon haben wir denn am wenigsten? Vergiss mal nicht. Passt euch auf, bis zum nächsten Mal. Jo, gleichfalls. Und jetzt gehen wir. Ist ja scheiße. Ist ja eigentlich egal, wo wir rausgehen. Hauptsache, wir gehen nach Norden. Schiffchen. Sieht doch bestimmt hier ab. Bock. So. Beschreiben. Oh, Schock. Hier ist ein Hafen. Hätte ich ja nicht gedacht. Endlich haben wir den Hafen erreicht. Wir kommen dem Eiskontinent immer näher. Hey, was ist denn jetzt wieder los? Ah, es bewegt sich. Warte mal. Was soll das heißen? Piraten haben ein Schiff übernommen. Es tut mir wirklich leid. Es waren einfach zu viele. Sie haben mich überrumpelt und sich einfach draufgeworfen. Ist das eine Frau? Ja, es ist sicher eine Frau. Skylar, wir müssen was tun. Ohne unser Schiff sind wir aufgeschmissen. Wir können uns kein neues leisten und würden hier festsitzen. Ja, ich weiß. Wir müssen das jetzt regeln. Wo sind sie hin? Sag schon. Die Piraten haben noch nicht abgelegt. Sie wollen noch ein paar Bierfässer für ein Fest besorgen. Tatsächlich? Na, wenn das so ist. Hättest du das nicht schon früher sagen können? Komm, Skylar, wir werden diese Idioten mal aufmischen. Alles klar, du übernimmst die rechte Seite, ich die linke. Das sollten wir uns vielleicht einmal ansehen. Meinst du nicht auch, Palmeo? Wie du meinst, aber sehr vorsichtig. Ja, Noxus ist echt ein neugieriger Mensch. Was sind das nur für Leute? Die packen das nie. Na, mal gucken, was wir, wie das noch wird und was wir hier noch so finden können. Können wir da rein? Die Tür lässt sich nicht öffnen. Ja, okay, das hatten wir ja schon mal. Das ist wieder eine versiegelte Truhe. Da ist was drin. Da oben stehen die beiden wieder. Dann gehen wir aber gleich hin. Ich will hier unten nochmal gucken. Ja, da ist auch wieder was drin. Eine Eisschriftrolle. Sehr gut. Da ist nichts drin. Das hätten wir erledigt. Was für ein Kinderspiel. Die Piraten sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Lass uns weiterziehen. Wir müssen die Kristalle finden. Du weißt, dass das die einzige Möglichkeit ist, die uns bleibt. Du hast recht. Die Suche auf diesem Kontinent war komplette Zeitverschwendung. Diese Reise geht weiter. Die Kristalle? Wartet mal kurz. Ich muss euch etwas fragen. Wer bist du denn? Was willst du von uns? Ich heiße Noxus. Entschuldigt, aber dürften ich und meine Freundin euch begleiten? Uns begleiten? Wir sind kein Touristenschiff. Immer mit der Ruhe, Blauen. Lass uns doch erstmal ausreden. Sie. Wir müssen auf einen Eiskontinent. Ich will dort meine Verwandten besuchen. Wir haben leider nicht genug Gold für eine Überfahrt. Ich denke, das geht in Ordnung. Was? Was ist los mit dir? Wir können ihn doch nicht trauen. Wir können ihn nicht trauen. Wir kennen sie doch gar nicht. Wer von uns beiden ist der Kapitän? Spiel dich nicht so auf. Ich weiß schon, was ich tue. Tut mir leid, aber du weißt, dass wir vorsichtig sein müssen. Nun gut, kommt an Bord. Wir wollen bald losfahren. Ob das eine so gute Idee war? Sie scheinen ziemlich misstrauisch. Immerhin haben wir jetzt ein Schiff. Läuft doch wie geschmiert. Ja, da hat Noxus recht.
Ach, die Piraten haben einen auf den Deckel gekriegt, die können nichts mehr sagen. So, dann, ja, dann mal los. Können wir losfahren? Wollt ihr nun nach Winterheim oder habt ihr hier noch etwas zu erledigen? Nein, haben wir nicht. Abfahren! Ja, es kann losgehen. Alles klar, Leinen los! Ja, und da fahren unsere Helden. Die sind in See gestochen, auf dem Weg nach Winterheim. Und da ist auch schon der Eiskontinent. Da wären wir. Tut mir leid, aber hier muss ich euch rauslassen. Winterheim ist ganz in der Nähe. Und wo wollt ihr hin, wenn ich fragen darf? Wir müssen auf die andere Seite des Kontinents. Macht euch wohl keine weiteren Gedanken darüber. Vielen Dank für eure Hilfe. Wir schulden euch was. Wer weiß, vielleicht komme ich irgendwann darauf zurück. Passt auf euch auf. So, und jetzt können wir wieder steuern. Und speichern wir mal ab und ja, gehen nach Winterheim. Das sollte es doch sein hier. Winterheim, jawohl. Da wären wir auch. Sieht doch ganz schön aus hier. Dann suchen wir mal diesen Freund des Pfarrers. Er ist der Einzige, der uns helfen kann. Hoffentlich kann er uns wirklich helfen. Er muss hier irgendwo in der Stadt wohnen. Machen wir uns auf den Weg. Ja, dann bin ich mal gespannt, wo der wohnt. Och, was ist das denn da oben? Sieht aus wie eine Höhle. Was steht denn da? Abkürzung zum nördlichen Stadtteil. Betreten auf eigene Gefahr. Okay. Dann ab geht's! Ey, war doch gar keine Gefahr. Tö, Beschiss. Gibt's hier neue Items? Wir haben zwar gar kein Gold, aber was darf sein? Nö. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Aber da finden wir wieder was. Eine Potion. Haben wir immer gebrauchen. Die Tür sich nicht. Na, Kleene, wie heißen du? Ellen. Die Tränke hier sind wirklich gut. Ich sollte öfter hierher kommen. Ja. Wenn sie dir schmecken, Kindchen. Na, ja, wie kommt man denn die Truhe da ran? Gemeinheit, Memorizer. Gemein. Ich will an die Truhe da oben. Meh. Geht nicht. Ach, hier ist er doch. Dann sprechen wir ihn mal an. Ich bin gerade beschäftigt. Komm später wieder. Es dauert nicht lange. Wir haben nur eine Frage. Habt ihr nicht verstanden? Ich habe jetzt keine Zeit. Verschwindet. Mürrischer alter Bock. Ihr Kinder von heute. Keine Zeit zu verlieren, nicht wahr? Was wollt ihr? Der hat uns doch weggeschickt. Naja. Wir suchen einen Historiker, der hier leben soll. Wir brauchen Informationen. Information? Nun gut. Ich bin der, den ihr sucht. Wenn ich mich vorstellen darf, Bolgar Valatz, Historiker im Bereich magischer Phänomene. Was für Informationen braucht ihr denn? Kennen Sie die Standorte der heiligen Kristalle? Heilige Kristalle? Junge, sprich nicht so laut von solchen Dingen. Mir ist bekannt, wo auf diesem Kontinent einer versteckt sein soll. Wirklich? Dann können Sie uns helfen? Ich muss euch warnen. Vor einigen Jahren war ich selbst auf der Suche, um sie zu erforschen. Der Kristall der Weisheit befindet sich schon seit Jahren in einem Turm östlich von hier. Doch er wird stark bewacht. Ich konnte der Bestie gerade noch entkommen, aber meine Begleiter... Wo befindet sich dieser Turm? Wir müssen unbedingt dorthin. Der Turm befindet sich in nördlicher Richtung. Ihr müsst erst durch eine Eishöhle, um dorthin anzugelangen. Woher wissen Sie das alles? Schon als Kind interessierte ich mich für die Geschichte der Kristalle. Es heißt, dass sie eines Tages nach einer Mondfinsternis vom Himmel gefallen sind. Sie sind auf der ganzen Welt verteilt. Auf der ganzen Welt? Richtig. Aus diesem Grund ist es auch so schwer, alle in seinen Besitz zu bekommen. Zumal sich die Standorte immer wieder verändern. Gibt es nicht eine Möglichkeit, sie zu orten? Das ist eine sehr kluge Frage, junge Frau. Theoretisch wäre es auf jeden Fall möglich. Zu unbekannten Zeiten strahlen die
Kristalle eine Energiewelle aus. Die Gründe für diese Reaktion ist bisher immer noch unbekannt. Es wird behauptet, dass die Kristalle sich gegenseitig anziehen. Hat man also einen Kristall in seinem Besitz, sei es möglich, weitere zu finden. Aber das ist auch nur eine Theorie. Ich arbeite schon seit langer Zeit an einer Maschine, doch mir fehlt noch etwas, um das Gerät zu stabilisieren. Eine Energiequelle. Dann schauen wir eben mal in diesem Turm vorbei und besorgen den Kristall. Das wäre fantastisch. Würdet ihr uns dann das Gerät überlassen? Nun gut, zum Wohle der Forschung, gerne. Für so ein großes Abenteuer bin ich wohl wirklich schon zu alt. Okay, und jetzt? Der Kristall der Weisheit, ihn zu finden, wird nicht leicht werden. Okay, gut. Dann wisst ihr Bescheid, was ist denn in der Kiste da drin? Pet-Schuhe erhalten. Und eine Kiste. Eine Halskette mit einem roten Rubin als Anhänger. Scheint sehr wertvoll zu sein. Okay, die können wir nicht mitnehmen. Dann gucken wir nur eben schnell hier rein. Apfel. Ja, MP war das. Ja, gut. Wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Wir sollen den Kristall der Weisheit für den guten Bolger hier finden. Und das werden wir in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Von Demon Stream, New World. Ich mach's gut, ihr macht's besser. Bis dahin. Ciao.